Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video möchte ich euch ein neues Wildkraut vorstellen, welches ich erst kürzlich für mich entdeckt habe. Und zwar habe ich dieses Wildkraut das erste Mal im Juli in Sizilien probiert und sehr zu schätzen und zu lieben gelernt. Ich hatte dieses Wildkraut vorher noch nie in meiner Region gesehen und ich komme wieder und finde dieses Wildkraut auf meiner Lieblingskräuterwiese, wo ich schon seit Jahren Wildkräuter sammle. Das war wirklich eine sehr witzige Begebenheit. Heute geht es um den wilden Portulak. Dieses Wildkraut wird auch Burzelkraut genannt und gehört zur Familie der Portulak-Gewächse. Und bevor ich euch noch ein bisschen was zum Portulak erzähle, zeige ich euch erst einmal, wie diese Wildpflanze aussieht und wie die Blätter und der Stängel beschaffen sind. Los geht's! Das ist der Portulak. Er kann 10 bis 30 cm an Höhe erreichen. Er hat dickfleischige Stängel, vielleicht könnt ihr das gut erkennen, und auch dickfleischige Blätter. Die Blätter können bis zu 2 cm lang werden und sie sind wechsel- bis gegenständig am Stängel angeordnet. Die Blätter haben eine spatelige Form. Ab Juli blüht der Portulak in kleinen gelben Blüten. Das habe ich jetzt in live, in Natur noch nicht gesehen, nur auf Fotos. Und die Blätter, die Blüten und die Triebe, die sind alle essbar. Wie schmeckt der Portulak? Leicht säuerlich, erfrischend bis leicht salzig, würzig. Die älteren Blätter können auch leicht bitter schmecken. Der Portulak enthält wie die meisten Wildkräuter viele Nährstoffe. Dazu habe ich Folgendes gefunden. Er enthält Vitamine wie Vitamin A, ganz viel Vitamin C und auch B-Vitamine. Er enthält Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen, das Spurenelement Zink, Oxalsäure und Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in Fisch, in bestimmten Pflanzenölen, Nüssen und Samen enthalten. Da fallen mir zum Beispiel ganz spontan Walnüsse und Hanfsamen ein. Das sind pflanzliche Lebensmittel. Die Fettmengen in Wildkräutern sind natürlich sehr gering, aber der Anteil der Omega-3-Fettsäure am Gesamtfett ist dafür sehr hoch. Man sagt auch, dass Wildkräuter ein hervorragendes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis haben. Also das ist schon mal ein sehr guter Grund, ein sehr guter, wichtiger Grund, Wildkräuter regelmäßig in seinen Speiseplan aufzunehmen. Und der Portulak soll eben einen sehr hohen Omega-3-Fettsäureanteil in sich haben. Der wilde Portulak wird schon sehr, sehr lange als Wildgemüse verwendet. Ich habe etwas von mehreren tausend Jahren gelesen. Er liebt sandige Böden und mag es sehr sonnig und sehr warm. Und wenn ihr ihn hier in Deutschland findet, dann meistens in Gärten, an Wegen oder auf Äckern. In Mitteleuropa kommt er eher in niederen, wärmeren Gebieten vor. In Norddeutschland findet man ihn eher selten. Der wilde Portulak wird auch als Sommerportulak bezeichnet. Dann gibt es ja noch das Kulturgemüse Postelein und das ist sozusagen die Kulturform vom wilden Portulak. Und dieses Postelein ist dann eher der Winterportulak. Ich kannte bis vor kurzem gar nicht den Unterschied, weil ich eben diesen wilden Portulak, den Sommerportulak, bei mir in der Region auch nicht gefunden habe. Und so hatte ich mich mit dieser Thematik Winterportulak, Sommerportulak gar nicht so beschäftigt. Einige von euch kennen vielleicht diesen Winterportulak, auch das Postelein. Das hatte ich auch schon in einigen Food Diaries gezeigt. Und dieser Portulak ist kälteresistenter, der wächst auch im Winter bei niedrigeren Temperaturen, hat auch nicht solche dickfleischigen Blätter und wächst auch nicht so weit verzweigt. Die Erntezeit des wilden Portulaks liegt zwischen Mai und September. Es gibt jetzt also noch etwas Zeit, den wilden Portulak in eurer Region zu suchen und fleißig zu sammeln. Kommen wir nun zu den gesundheitlichen Wirkungen des wilden Portulaks. Ich hatte bei den Inhaltsstoffen schon Kalium erwähnt und ein hoher Kaliumgehalt, so wie er im Portulak enthalten ist, hat doch immer eine harntreibende Wirkung und aufgrund dieser Eigenschaft kann der Portulak sehr gut bei Entgiftungs-
und Blutreinigungskuren eingesetzt werden. Daneben gibt es noch weitere gesundheitliche Wirkungen. Der wilde Portulak wirkt auch antibakteriell, blutreinigend und blutstillend, kann zum Beispiel bei Zahnfleischentzündungen eingesetzt werden, bei Frühjahrsmüdigkeit, bei Verstopfung oder auch bei Entzündungen von Magen und Darm. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich nach unserem Sizilienaufenthalt, wo ich diesen wilden Portulak das erste Mal genossen habe, diese Wildpflanze auch auf meiner Wildkräuterwiese, auf meiner Lieblingswiese gefunden habe. Doch kürzlich wollte ich wieder Wildkräuter sammeln und da musste ich eine sehr erschreckende Feststellung machen. Und welche, das seht ihr jetzt. Das ist die Wildkräuterwiese, auf der ich in den letzten Jahren sehr viele Wildkräuter gesammelt habe. Ihr seht, hier ist es recht trocken. Das ist zum Teil auch der Trockenheit in den letzten Monaten geschuldet. Aber hier weiter hinten wuchsen immer noch viele Wildkräuter, zum Beispiel ganz viel Franzosenkraut, ganz viel Gundermann, Löwenzahn, Vogelmiere, auch Brennnessel. Und der Portulak ist hier sozusagen gewuchert. Das ist mir in den letzten Jahren nie aufgefallen. Kann sein, dass er jetzt auch das erste Jahr hier war. Und leider kommen wir heute hier auf die Wiese und alles ist platt gemacht. Die Wiese ist mal wieder gemäht worden. Ich wollte hier noch reichlich Franzosenkraut, Gundermann und Portulak ernten. Gerade Franzosenkraut und Gundermann, das trockne ich mir immer für den Winter und mahle mir dann, wenn ich es benötige, dann Pulver aus diesen Wildkräutern. Jetzt habe ich leider Pech gehabt, da war ich zu spät. Und der Portulak hat es noch ein bisschen überlebt, sieht aber ein bisschen ramponiert aus. Und den wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Hier wächst der Portulak. Und hiervon gibt es noch ein paar größere Pflanzen. Also ich habe in den letzten Jahren nie hier Portulak entdeckt. Diese Pflanze wirklich erst auf Sizilien das erste Mal gesehen und dachte, na, das ist so eine typische sizilianische Pflanze. Und war total verwundert, dass ich sie nach unserem Sizilienurlaub auch hier gefunden habe. Also das ist der Portulak. Man sieht, er sieht schon ramponiert aus, aber er ist nicht klein zu kriegen. Also der wird jetzt auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen wachsen und da werde ich dann auch ernten können. Zum Glück habe ich den Portulak auch noch an anderer Stelle gefunden und konnte heute wieder ein kleines Bund sammeln. Ich habe jetzt ein kleines Bund Portulak, wilden Portulak gesammelt. Der ist heute für die Abendmahlzeit und einen Teil des Portulaks gebe ich noch an unseren lieben Mitbewohner, den Henry, ab. Der hat uns gebeten, ihm etwas Portulak mitzubringen. Das war eine Kurzbeschreibung eines neuen Wildkrautes, welches ich kürzlich für mich entdeckt habe und ich hoffe, ich konnte euch den wilden Portulak mit diesem Video auch etwas schmackhaft machen. Jetzt habe ich noch eine Empfehlung für all diejenigen, die sich für Wildkräuter interessieren, die wissen möchten, wann man welches Wildkraut sammeln kann, wie man es vor allem einwandfrei identifizieren kann, dass es wirklich auch dieses essbare Wildkraut ist, welche grünen Lebensmittel generell uns das ganze Jahr über zur Verfügung stehen, warum Chlorophyll für uns so wichtig ist, warum Bitterstoffe für uns so wichtig sind. Wer nach vielen Anregungen und Rezepten sucht mit grünen Lebensmitteln, dann kann ich euch mein neues E-Book Gesund, Grün, Essen empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Der wilde Portulak ist in diesem E-Book noch nicht dabei, den habe ich ja erst kürzlich für mich entdeckt. Mein neues E-Book habe ich ja schon Anfang Juli veröffentlicht. Wenn es aber eine Neuauflage, ein Update des E-Books geben sollte, dann ist der wilde Portulak auf alle Fälle dabei. Da möchte ich hier noch einen wichtigen Hinweis geben für all diejenigen von euch, die mich schon mit dem Kauf des E-Books unterstützt haben, beziehungsweise auch an diejenigen von euch, die es noch vorhaben. Nach dem Kauf werden alle Käufer auf meine Seite wieder zurückgeleitet. Und dort habt ihr die Möglichkeit, zwei verschiedene E-Books herunterzuladen. Das 400 Seiten starke E-Book, für das ihr auch bezahlt habt, das ist auch genau beschrieben, wie ihr euch das herunterladen könnt, worauf ihr klicken müsst. Und dann gibt es noch ein Extra. Ich habe die wichtigsten Wildkräuterinformationen nochmal in eine kleine PDF-Datei gepackt, also mit der wichtigsten Information, wie man diese Pflanze in der Natur erkennen kann, also wie die Pflanze aufgebaut ist, wie die Blätter aussehen, wann man sie sammeln kann und wie die Blüten aussehen. Also da gibt es nicht so umfassende Informationen zu jedem einzelnen Wildkraut wie in diesem großen E-Book. Und in dieser kleineren Variante gibt es auch noch die ungenießbaren und giftigen Doppelgänge, aber wirklich nur die wichtigsten Informationen. Und
Diese kleine PDF-Datei ist vor allem für diejenigen gedacht, die draußen aktiv mit dem Smartphone sammeln möchten und sich nicht durch das ganze große E-Book scrollen wollen. Also es sind wirklich nur die wichtigsten Informationen, um Wildkräuter in der Natur zu identifizieren. Aber das steht auf meiner Seite ganz klar, wo ihr euch was herunterladen könnt. Jetzt habe ich schon einige Male die Nachricht bekommen, dass einige sich doch nur die 46 Seiten heruntergeladen haben. Und ihr habt ja immerhin 27 Euro bezahlt, beziehungsweise im Vorverkauf hat ja dieses E-Book 19 Euro gekostet. Und deswegen bitte ich alle diejenigen, die merken, oh, sie haben nur die 46-Seiten-Variante, meldet euch nochmal und dann schicke ich euch den Link nochmal neu zu. Da könnt ihr euch das umfassende Werk herunterladen. Ich werde jetzt noch ein bisschen in der Natur wandeln, Wildkräuter sammeln, barfuß laufen und einfach das Sein in der Natur genießen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Eure Silke. Ganz zum Schluss zeige ich euch jetzt doch noch mal etwas, und zwar meine Wildkräuterausbeute von heute, den Portulak, den wilden Portulak habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich auch noch ein bisschen Girsch gefunden, dann auch noch den Gundermann, Löwenzahn natürlich nicht zu vergessen, mit eines der wichtigsten und besten Wildkräutern unserer Region, und natürlich auch die Brennnessel. Also ich pflücke immer die obersten Blätter. Die sind, die Stacheln auch noch nicht so, und die sind auch noch recht weich und die kann man auch ganz gut so essen. Dann habe ich auch noch eines meiner Lieblingswildkräuter, ganz zart, die Vogelmiere. Ich glaube, das war es an verschiedenen Wildkräutern. Ach, hier ist noch eins. Und zwar habe ich noch ein paar Plättchen Breitwegerich. Heute eher eine kleinere Ausbeute, nicht so viel Vielfalt, aber auf alle Fälle mega gesund und sehr schmackhaft.